Hallo meine Freunde, heute zeige ich euch, wie man am besten Vorposten legt und zwar mit den Knots. Ich schau mal, ob ich ein paar Beispiele finde. Und zwar seht ihr hier meine Aufstellung, die ich standardmäßig in meinem Main-Account habe. Und zwar ist das hier alles so schon mal für mich genau richtig. Das heißt, ich greife eigentlich immer an Linie an, ich greife vorne immer in der Front mit den Venoms an. Und die sollten auch eine ziemlich hohe Stufe haben, da die auf alle Gegner ziemlich viel Damage machen. Also die Gesamtsumme an Schaden, die die raushauen, ist wesentlich höher übers breite Feld als bei anderen. Somit kann man zum Beispiel einfach mal 4 Venoms drüber schicken und man hat eigentlich das Feld schon um 50% geschwächt und kann dann alles Mögliche hinterher schicken. Es sei denn, vorne sind ein paar Schrottbusse. Ich zeige euch mal zum Beispiel hier. Ich kann mir einfach mal sagen, zack, ich baller das hier hin, mache hier den Simulator auf und sage, oh, ist schon fast One-Hit. Und hau mir zum Beispiel jetzt, wenn ich sehe, Fußtruppe, Fußtruppe in derselben Range, könnte ich den hier rüberziehen, aber das könnte ich alles wegballern. Den Wagen würde ich jetzt hier rüberziehen, würde ich jetzt auch nicht machen. Ich könnte aber alle nach links ziehen. Wichtig ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel den hier nach hier links zieht, habt ihr ja für 3. 3 gegen 4 Venoms ist schwerer, als wenn die einzeln stehen, weil sich dann die Venoms besser auf ein Ziel konzentrieren können. Kann man versuchen, das zu zeigen, ob man das jetzt hier so auf Anhieb sieht. Zum Beispiel 1 geht immer zack, zack, zack runter. Jo, das ist ein bisschen laut hier gewesen gerade. Ich mache hier ein bisschen... Das ist doch echt krass, oder? Ich versuche das mal hier alles mal runterzuziehen. Gucken, ob das dann immer noch so laut ist. Ja, das ist besser. Also ihr seht hier schon, dass wenn die so einzeln stehen, hier hat man jetzt gerade gesehen, den habe ich jetzt hier nicht weit genug runtergekloppt. Das heißt, die 6% kommt von dem hier. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich den hier etwas runtergekloppt kriege. Aber nicht, bis er, nicht, dass er kaputt ist, weil wenn würde ich den jetzt zum Beispiel kaputt machen, würde der darüber kommen. Also müsste ich das ganze Ding einmal rüberziehen. Ich kann aber auch mal eben gucken, ob es sinnvoller wäre, die Fußtruppen in die Ecke zu ziehen. Würde ich den, ja. Und könnte hier mit den Autos hochfahren. Hier ist jetzt kein, okay, hier ist ein Panzer ja hier. Ja. Wenn ich die Panzer hier rüberziehe, haben natürlich, wenn der Venom hier genau drauf ist in der Mitte, nehmen wir mal an, schießt er in erster Linie in die Front. Das heißt, wenn hier jetzt ein Panzer steht, schießt er den Panzer an, aber nicht mehr hinten die Sachen. Würden die Panzer jetzt weg sein, würde er hinten noch weiter drauf schießen. Dementsprechend geht das hier hoch auf 31. Wenn ich jetzt aber dafür sorge, dass der Panzer früh genug stirbt, ja, so wie jetzt zum Beispiel, er fährt hier hoch und stirbt wahrscheinlich dann hier und haut den hier jetzt runter. Ich kann das mal zeigen. Mal langsam, so. Die Fußtruppen sehen noch keinen, er schießt hier drauf, ja, die kriegen jetzt beide hier schön Kontakt noch, so, die haben soweit alles runtergeknallt und er fährt jetzt hier hoch und knallt hier noch das Ding ein bisschen runter und da seht ihr jetzt, was passiert. Durchfliegen. Ich könnte jetzt auch den 12er austauschen gegen den 14er. Das würde ein bisschen was ändern hier in der Statistik. Ja, kostet ein bisschen weniger Geld. Hier, ich guck mal, auch Kristall. Ich gucke hier dann drauf. Ja, kann ich 100 Kristall sparen. Kann natürlich auch erst den da reinschicken. Kann auch noch mal ein bisschen sparen. Und somit könnte man sehr schnell mit einfachen Sachen hier da Dingen abschießen. So, jetzt hat sich hier irgendjemand auch hier mit eingeklinkt und schaut hier rein. Ich kann da Dingen aber eigentlich direkt wegballern. Es tut mir natürlich leid, wenn die Leute auch da reinkommen, wenn ich da reinschaue. Ich habe nämlich vorhin in der Allianz geguckt, es war keiner online. Und jetzt ist auch wieder nur Thunder online. Ja, und so schickt man halt hier die Teile rüber. Und ihr seht jetzt hier, die Panzer sind drüben. Die Venoms haben nicht mehr auf die Panzer geschossen, sondern hier schön auf die Gebäude. Und ich hätte hier zum Beispiel hier die Fußtruppe hätte ich noch ausschalten können. Oder fährt die bis darüber? Ja, okay, jetzt fährt sie bis darüber. Das wäre natürlich jetzt noch schlecht gewesen. Man hätte jetzt die Fußtruppen weiter links hin tun können. Ich habe jetzt hier den Bowler nicht beachtet. Der schießt jetzt auf den... auf die Vertigo. Auf den Bomber. Also das war jetzt nicht perfekt. Ja, aber so einfach, so schnell geht das.
Und ich zeige euch direkt auch nochmal einen zweiten. Hier ist noch ein zweiter gekommen. Und sehen hier jetzt zum Beispiel das Beispiel mit einem Schrottbus. Einmal reparieren hier. Und ich schicke auch direkt wieder meine Bomber darüber. Das wird so nichts. Also tausche ich den ein. Man nimmt immer einen kleinen, einen mittleren und einen großen. Warum? Weil der kleine immer ein decken könnte zum Beispiel. Ja? Das heißt, wenn von links irgendwie was kommt, jetzt in dem Sinne, dann könnte der Raketentrupp erst den anschießen und würde dann hier rüber gehen auf den anderen. Ihr guckt immer hier, die gucken immer überall gleich mit rein, ey. Jetzt guckt er wieder hier mit rein. Und. Ja, ich weiß nicht, ob der. Ah, ich schreibe gerade im Chat, der. Thunder. Jetzt konzentrieren wir hier mal bitte wieder drauf. Wir brauchen hier oben auf jeden Fall ein bisschen Schrottbus beseitigen und dann könnten auch die Venoms drüber fliegen. Das müsste eigentlich so schon fast klappen. Da wir hier lauter Fußtruppen haben, die wir eigentlich nicht reinhaben möchten, schicken wir hier noch die hoch. Ja, okay, das wird jetzt nichts. Gucken wir mal, die könnte ich damit wegknallen. Was haben wir denn da oben? Wieso wird das denn hier so schwer? Ach so, weil die... Ah, ich muss ja mal reingucken, das Video. Ja, ein bisschen eng. Ah, ich hätte den Schrottbus nicht ganz down. Wegen... der Fußtruppe da. Ich weiß gar nicht, ob das Gebäude mit drauf schießt. Könnt ihr auch ein Vertigo opfern. Ah, ich glaube, das wird hierbei... wird das kein... One-Shot, auch wenn ich die versuchen würde, jetzt rüber zu ziehen, dann müsste ich hier erst durch. Also das wird so nichts, weil hier auch das MG-Nest einfach hier rüber guckt. Können wir mal hier reingucken. Ja, hier ist zum Beispiel wieder eine ganz einfache Sache. Hier sind Fußtruppen auf der rechten Seite, der Schrottbus ist links. Das heißt, ich baller hier einfach mal mein Gedöns rüber. Hier seht ihr jetzt, dass gar nichts durchkommt, aufgrund, dass da der Schrottbus ist. Das heißt, man packt hier die Bienen runter und ich muss aber hier eben sortieren. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht, weil ich noch nicht ganz stark genug bin. Weil, glaube ich, die Fußtruppe, die kommt zu spät hier rüber. Damit wäre das in der Mitte, glaube ich. Irgendwie so war das. So, jetzt schon auf 43. Hier die beiden Flammenmänner, wie heißen die? Schwarze Hand, kloppen den Schrottbus weg und wahrscheinlich auch den Bowler. Es kommen hier aber einfach zu viele Truppen noch rechts rüber. Könnten jetzt noch gucken, ob das mit dem Wägelchen hier drüben passt. Problem ist hier auf der Seite einfach, dass der Schrottbus wahrscheinlich zu früh rechts rüber fährt. So wird das Ganze dann aussehen. Ich schieße hier die Dinger weg. Aber da seht ihr, der läuft nicht, weil eben die schwarze Hand zu weit rechts ist. Da müsste man jetzt theoretisch einen Hubschrauber hier rübersetzen, damit alles rüberfährt. Ja, und dann würde dann auch der Schrottbus mit rüberkommen und auch die Fußtruppen. Und dann könnte man jetzt hier so ganz easy alle wegkloppen. So. Jetzt hat das natürlich hier oben nicht ganz gereicht, weil die einfach von der Stufe her wirklich ziemlich stark sind. Ich habe hier aber keine, ah doch hier, die kommen aber wahrscheinlich so oder so rüber. Das heißt, ich könnte hier eigentlich auch mit den Autos durchfahren. Und dann wäre das Ding platt. Also man muss immer gucken, ja, hat jetzt hier nur die Dinger drin. Wenn die Autos kaputt sind, interessiert das nicht. Die gehen fahren als erstes mit hoch. Und daher würde das so am besten passen. Ich kann euch das auch nochmal als Video zeigen. Und zwar, die schießen direkt auf den Schrottbus mit an, kloppen den mit weg, schießen jetzt hier oben das Zeug mit platt und sind down. Also man hat jetzt hier wirklich dieser eine Mann, der hier gerade noch stand. Beziehungsweise ich mache mal, Alter, was ist das hier für ein... Ziemlich schnell. Also, die Männchen, die hier sind, blockieren mit den Fußtruppen, was hier die dunklen sind, ja, die Luftabwehr. Und die Fußtruppe blockiert jetzt hier einfach durch ihre Anwesenheit den Schrottbus. Würde er jetzt mit rüberfahren, gäbe es ein Problem. Und da jetzt hier hinten noch einer ist, bleiben sie auch hier. Ja, so einfach ist das. Ich könnte sogar... das wollte ich nicht. Sondern ich wollte... einfach mal sagen, ich könnte ja hier jetzt auch sagen, ich blockiere hier einfach mal noch was.
Und dann könnte man eventuell auch was an Ressourcen sparen. Also ihr seht, dass hier auch nicht wirklich viel benötige. Na, ich brauche jetzt hier 1,5 Stunden an Repzeit. Das liegt einfach daran, dass ich viel investiere, um da Dinge wegzukloppen. Hier ist aber eine Versorgungskiste drin. Ich bin mit einem hohen Rang unterwegs. Also als Bruder kriege ich hier für das Ding, glaube ich, 160.000 an Tiberium oder Kristall oder so. Wenn man das hochrechnet, habe ich hier mal eine 100, 250, 350, 400.000 durch einen One-Hit mit 11 Punkten. Das ist einfach krass. Da kann ich auch in 1,5 Stunden investieren. Dann kann ich jetzt hier ein bisschen noch rumspielen und gucken, na, wo kann ich noch ein bisschen was an Einheiten sparen. Um einfach ein bisschen was an Geld zu sparen. Also seht ihr mal hier, wie knapp das hier ist, ja, durch einen so einen Heli. Aber das liegt wahrscheinlich. Ah, das liegt eher an den Autos. Also ich müsste so auf jeden Fall meine Werkstatt erhöhen. Also ich müsste gucken, dass ich hier ein bisschen mehr Repzeitreduzierung drauf mache. Weil zwei Fußtruppen. Na, es könnte aber auch die Helikopter sein. Ja, es sind die Helikopter. Ja, bringt aber nichts, wenn der hier hinten nicht da ist. Also könnte ich den hier hinten am besten auf Stufe 1 machen. Ja, also dass man so eine Stufe 1 Heli hat, dann würde ich hier ordentlich was sparen. Also wenn der weg wäre, wären es direkt 30 Minuten gespart. Muss man halt gucken, wie man es macht. Ja, wenn man das so machen möchte, wenn man keine Zeit mehr hat, kann man das machen. So, ich spaller den hier durch. Und hoffe, ihr habt was dadurch gelernt, ein bisschen mehr Taktik rausgefunden. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar weitere Videos machen, um euch bei jeder möglichen Möglichkeit euch ein bisschen was an Taktik beibringen zu können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.